Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Company of Heroes 3. Ja, wir sind hier wieder, wie gehabt, auf der Italien-Kampagne, auf der Karte. Und wir greifen jetzt hier den Fallschirmjäger, also die Fallschirmjäger an, die Deutschen, mit Unterstützung von denen und denen. Ne, wir haben hier ordentlich Unterstützung in dem Gebiet. Genau, wir machen es mit dem Trupp, denn wir brauchen hier noch einen Punkt, um den voll auszubauen, so wie wir ihn haben möchten. Die haben einmal hier Nachschub, verbessert Startmunition und Treibstoffeinkommen. Das ist natürlich mies. Ja, veranlasst einen Angriffsflug auf das Zielgebiet. Das ist nicht schlimm, da können wir Fahrzeuge besorgen. Na, die Flakfahrzeuge, die das abhalten. Das ist schön. Hellcat, Greyhound, ein Pioniertrupp und ein Schützentrupp. Hier ein Churchill, ein Humber, Infanteriesektion und ein Royal Engineer Sektion. Beides geil, wenn du beides hast, umso geiler. Versuchen wir sie kaputt zu machen, den Feind. Infantry support research completed. All right. We need to capture and hold this area, then take out any reinforcements the crowds send our way. Get moving, men. We've got the initiative, but they've got a strong defensive position. Wow, hierfür müssen wir nicht mal warten. So wie hier brauchen wir erst 4 Kommandopunkte. Die hier können wir direkt holen, sobald wir genug Sprit haben. Das ist ja geil. Dann würde ich hier gar nicht erst leveln, sondern mir direkt einmal so einen dicken, so eine dicke Hellcat holen oder einen schweren Churchill vielleicht besser. Na, der Churchill hält ja doch einiges aus. Wir haben hier noch eine Sektion. Los, los, los. Schnell einnehmen. Nicht blöd rumstehen. Gas geben. Genau. Das wäre, denke ich, vielleicht besser. Dann können wir nämlich direkt hier den Feind angreifen und dann so Stück für Stück die Teile einsammeln, die wir halt brauchen. Ach ja, wir kriegen ja noch Munitionlieferung. Stimmt, gar nicht dran gedacht. Stimmt, ist ja unser Lieblingstrupp. Der ist schon so gut ausgebildet. Der kriegt hier alles. Ja, die Karte sieht aber schon ganz anders aus, wenn man mal aus der anderen Richtung kommt, ne? Die Karte kennen wir ja bereits nur aus der Sicht. Hier hoch und dann davon angegriffen immer. Na, so kennen wir die viel besser. Hier ist nicht. Da. Oh shit. Shit. Veteranen-Scharfschütze ist hier in dem Gebiet irgendwo. Ah, der ist direkt hier vorne. Da sind wir zum Glück schon durch, sag ich mal. Ah, die formieren sich da so schön eng. Das ist gut, da kann man richtig schön was draufhauen. SCG-44? What? Warum können wir unseren Squad mit deutschen Waffen verbessern? Ich weiß nicht. Verrückt. Ja, aber so ist es. Und das werden wir auch machen. Hellcat, oder warten wir noch ein bisschen? Wir warten, glaube ich, noch ein bisschen. Komm, komm, komm. Noch zwei... Noch ein Treibstoff. Ein Treibstoff und Knallgas dahin. So. So, erst nochmal hier die Ressourcen. Da auch nochmal Ressourcen einnehmen. Dann hier in den Angriff. Ressourcen einnehmen. Angriff. Dann bin ich schon direkt beim Feind vor der Türe. Wir haben fast jedes Gebiet vom Feind eingenommen. Es ist verrückt, wie schnell wir hier voranrücken konnten. 75 benötigt. Benötigt irgendwas. Keine Ahnung was. Was will der von mir? Achso, die wahrscheinlich die verschiedenen Sektionen werden benötigt. Ah, shit, Feuer. Gar nicht gut.
Ja, das ist nicht gut. Wir haben hier, glaube ich, nichts zur Verteidigung. Ah, shit. Nur Smoke? Und danach kommen wahrscheinlich Bomben. Das ist wahrscheinlich... sicher so eine kleine Methode von denen. Wo ist der feindliche Scharfschütze? Ich suche den wie Sau, aber... ah, falsche Mega. Das ist das Problem. Einmal durch die ganzen Gebäude, würde ich sagen, ne? Wie finde ich die blöden Scharfschützen? Mensch. Der Elite-Scharfschütze versucht nicht mal, unsere Infanterie hier zu zerstören. Angriff. Ah, Mine. Ah, da. Da ist der feindliche Scharfschütze. Wir haben ihn gefunden. Jetzt muss er nur noch vernichtet werden. Los, hinterher mit dem Humbler. Ah, wir haben es schon geschafft. Schlachtfeld wurde von uns dominiert. Guck mal, wir hätten uns sogar noch den anderen holen können. Kampfleistung. Einheiteneffizienz 572%, MVP-Effizienz 159, Einheiten getötet 15, Zielabschluss 0%, Gesamt-EP sind sogar 100. Ja, Armee-Statistik, 13 Einheiten gespawnt, 0 verloren, Infanterie-Kills 15, Fahrzeug-Kills 0. MVP war mal wieder der Spätrupp mit seinen 5 Kills und ganzen 1820 Schadenspunkten. Sehr schön, wir haben 2 Punkte bekommen. Wir wollten eigentlich nur einen. Oder wir wollten einen auf jeden Fall. Sagen wir es so. Der Trupp zieht sich zurück. In unbekannte Richtungen. Ah, guck mal, bis da hinten zieht er sich zurück. Eieiei, der hat aber Angst bekommen. Nor can I, General. Look at that. We have something in common after all. Ja, da haben wir mal was hier geschafft. Ich würde sagen, wir heilen erstmal unseren Trupp hier. Danach kann einer nach da. Einer nach da. Den habe ich ganz übersehen, sonst hätte ich den natürlich hier erstmal angegriffen. Den sollten wir auch alleine ausschalten können. Das ist ein Stufe 1er, ne? Das ist jetzt nicht die Welt. Marsch nicht möglich. Was soll das denn? So, weil das im Feindgebiet ist, in dem Umkreis vom Feind. So kann er sich aber schon mal nicht mehr zurückziehen. Ach shit, guck mal, hier ist noch einer. Stufe 6. Die sind jetzt überall hier. Eieiei, die haben sich da alle versteckt. Ja. Vorratsbunker muss zerstört werden, Reparaturbunker muss zerstört werden. Der ist nämlich hier wahrscheinlich kritisch für den, wenn der näher reinfährt, wird er repariert. Und den hier können wir jetzt erstmal verbessern, so wie wir es die ganze Zeit wollten. Nämlich hier unten verbessert die Bewegung der Kompanie, doppelte Menge an Bewegungspunkten aus Vorräten. Jetzt können wir natürlich viel, viel weiter laufen, umso besser. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal den hier außer Gefecht.
bevor der sich wieder heilen kann, nachdem hier das Gefecht ist. Weil da kommt mit Sicherheit gleich ein Gefecht auf uns zu. So, voll ausgerüstet, der Trupp. Der Trupp hier auch. Die Abteilung ist schon voll aufgerüstet. Die hier auch. Und die hier. Zack, jetzt auch. Damit sind alle unsere Trupps auf das Maximale ausgebaut. Soweit es geht. Und ich würde sagen, der Zwölfer-Trupp, der soll verhindern, dass der Feind hierüber flieht. Bringen wir den hier auf normale Deckung und Ebenen, damit der hier nicht durch kann. Die Artillerie, kommt die da hinten dran? Scheinbar nicht. Ah, hier ist Ende, okay. Naja, gut, okay. Dann kann der aber einmal hierhin und dort die Brücken halten. Ne, weil danach wollen wir ja hier durch und hier oben durch und uns so langsam nach unten arbeiten. So, das heißt, hier wird vielleicht ein Gefecht passieren, hier wird vielleicht eins passieren, hier der wird aufräumen und die beiden werden dann nach oben weitergehen und dann wieder runter. Okay, alles klar. Jetzt könnten wir aber schießen. Die haben schon negative Einflüsse durch die Umgebung. Der ist zwar erst Stufe 6, aber mein Gott, warum nicht? Ah, siehst du, durch den Schaden hat er hier schon das erste verloren. Hat er nur noch die Pionierabteilung. Das ist gut. So sollte es sein. Wenn er schon mal ein bisschen was verliert, ist nicht schlecht. Und ja, dann würde ich sagen, können wir schon fast wieder in die nächste Runde starten. Oh, was passiert da? Da hinten wird was gesprengt. Durch die Artillerie dort. Er greift an? Nein. Traut sich nicht, aber er greift hier an. Habe ich mir gedacht. Sanitätsunterstützung, Sanitätswagen brauchen wir nicht. Eingekesselt. Ressourcenwaffen können auf dem Schlachtfeld geborgen werden. Mechanisiert. Also nehmen wir das. Mehrere Eroberungspunkte aufgedeckt. Ah, nehmen wir das mal. Schauen wir mal, wie es damit so läuft. Wir müssten ja gewinnen und den komplett vernichten. Stärkevergleich ist auch, wir sind am Führen, ne? Also würde ich einfach sagen, wir gehen mal in die Schlacht und geben unser Bestes. We may be on the defense, but that just means we're in a better position to bring the fight to the enemy. If we can surround their HQ, we'll have a chance to force a retreat. Crusader cruiser finished. Sappers reporting. Wir gehen direkt hier in den Angriff. Wir wollen direkt hier die Infanterie rausnehmen, die erste, damit wir dann da stark angreifen können. Der sammelt da schon. Boah, ich will auf jeden Fall einen der beiden, am besten den unteren, den Black Prince. Der hat schon verstärkt. Der versteckt auch nochmal hier bitte. Das ist geil. Das nennt man Infanterieabwehr. Der wird bestimmt einmal hier rumgehen für die Deckung. Aber die wird ihm überhaupt nichts bringen. Weil wir den einfach rausnehmen. Sehr schön. Ja, das war der erste Infanterietrupp des Feindes, der hier einmal vernichtet wurde. Ich hoffe, die haben keine dicken Panzer. Sonst ist das nämlich gleich sehr, sehr unangenehm für unseren. Wir rüsten schon mal hier. Oh, shit. Stop.
Der braucht auf jeden Fall hier Unterstützung, das ist gar keine Frage. Wir holen mal einen Stuart dazu. Die ziehen sich aber schon zurück, das ist gut. Alter, der ist so übel, das Ding ist so mies. Da hinten, der macht die alle rund. Er macht sie alle rund und wir holen noch einen. Er ist doch schon ein bisschen beschädigt, aber das ist ja nicht unbedingt falsch oder schlecht. Können wir nicht. Wir können die nicht verstärken. Also gehen wir erstmal nur bis hier. Genau genommen bis da. Weiter kann der nicht, sonst stirbt der. So, Stuart nach da. Nee, Stuart nach da. Stuart da angreifen, bitte. So. Ja, du darfst aber auch erst nochmal hier bitte einmal feuern. Da störe ich dich auf jeden Fall nicht. Du musst nicht unbedingt direkt nach oben. So wie das gerade läuft, reicht mir das schon. Nur der muss durch. Der hat als Ziel vorrücken und angreifen. Der macht das natürlich auch schon, aber ja. So, unser Infanterietrupp hier vorne ist irgendwo down. Den gibt es nicht mehr. Ah ja, nicht so schlimm. Noch eine Salve. Sieht man, wie der oben nachlädt? Tatsache. Geil gemacht. Einfach geil gemacht. So, ja dann würde ich sagen, wir düsen einmal hier hinten rein mit dem Ding. Wir holen uns hier noch den dicken. Oh shit. Ja, aber ganz gut, dass wir hier passend den Feind abfangen können mit unserem dicken Panzer. Wir sollten uns auf den hinteren direkt konzentrieren. Ah, oder auf den ersten direkt den Kommandopanzer raus. Ey, die machen so gut wie gar nichts, machen die hier. Frontal haben die gar keine Chance. Der nimmt die so raus. Das ist so easy für den Kollegen hier. Achso, die wollen bis da oben raus. Gönn ihn dir. Sehr schön. So, dann fährst mal bitte hoch. Es läuft einfach, ne? Das ist eigentlich schon zu einfach. Oh, 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 oh. Der muss hier oben abfangen. Ganz, ganz zügig. Das heißt, der muss hier weg. Die hier auf die 2, der hier auf die 1. Die ziehen sich bitte zurück. Die 3 auch einmal wieder hier auf Rückzug setzen. Weil die kriegen sonst hier gleich richtig dick den Arsch aufgerissen. Der wird die gleich abfangen. Ah, wenn auf einmal ein Black Prince um die Ecke kommt. Dadam, hoppala. Wird sich drüber keiner freuen, glaube ich. Ah, sag ich ja. Dicker Schuss in die Seite, direkt Motorschaden.
Die versuchen sich zu wehren, aber da ist einfach gar keine Chance, ne? Keine Chance haben die da. Selbst die Stuck. Die Stuck D, die als Panzerabwehr gilt. Die halt auch nochmal mehr Durchschlag hat. Ein Schuss und. Oder zwei Schuss, ne? Und das Ding ist weg, ne? Mit einem Schuss hat die schon ordentlich zu kämpfen. Ah, guck mal, zwei Churchill noch. Oh, das ist einfach zu schön. Das ist einfach zu schön. Ein Black Prince und zwei Churchill. Ah, es ist einfach zu krass. Einfach zu krass hier. So, du einmal bitte nach da. Die zwei bitte einmal hier als Wand aufbauen. Ah, nee, nee, nee. Rückzug, 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 Rückzug. Tock. Dann macht Bumm und die ziehen sich zurück. Aber nur bis zur nächsten Deckung wahrscheinlich. Es ist unfassbar, was hier abgeht. Unfassbar. Wie die einen richtig auf die Nase kriegen. So, die setzen wir hier hin als Wand. Komm, wir wollen alle Punkte eingenommen haben. Ich sag dir, wie es ist, ne? Die sind einfach geisteskrank, die Dinger. 6 Fünder und der hat einen 17 Fünder. Man sieht das ja schon an der Kanone. Da ist halt was ganz anderes unterwegs dann, ne? Wenn der jetzt schießt. Ja. Wir haben jetzt jeden Moment alles eingenommen. Die näher ran. Ah, der braucht noch ein paar Sekunden hier, um einzunehmen. Der gibt Knallgas. Ja, das war's. Basis zerstört. Infanterie in Gefahr. Nee, niemals. Alter. Ja. Bonusziel abgeschlossen. Einen Fähigkeitspunkt erhalten. Kampfleistung. Ja, unsere Einheiteneffizienz lag bei 1017%. Wir haben 98 Einheiten getötet, 0 Gesamt-EP gesammelt, Zielabschluss 0% und die MVP-Effizienz lag bei 514%. Ja, MVP war mittlerer Crusader Luftabwehrpanzer, Kills 66 hatten die und einen Schaden von 24.777. Das ist natürlich schon echt heftig. So, dann hier einmal 3 Fähigkeitspunkte, sehr schön. Und wie viel kriegt der ab? Der ist vernichtet, wow, geil, direkt vernichtet den Feind. Was macht der? Greift er jetzt auch noch an? Nein, erstmal ziehen die hier die Truppen immer weiter Richtung Grenze, Richtung Front. Sir, a Luftwaffe attack has disabled a number of our vehicles near Anione. Our resources are stretched thin as it is. We should recover them if at all possible. My people were caught in that battle, General. They were able to disable at least one German tank. Maybe it would be useful to your men. Das hört sich nach einer Nebenaufgabe an, aber wo ist der Auftrag? Nun ja. Wir bleiben hier in unserem Gebiet, ist besser, bevor wir die Ressourcen verlieren. Also einmal nach hier. Danach macht er einmal wieder die Aufklärung. Denn, oi. Ist das auf unserer Seite oder auf der Feindesseite? Gute Frage. Stufe 49, ach du Scheiße. Und nochmal 49. Dann wahrscheinlich nochmal hier so ein Geschütz. Ja gut, das unterstützt auch. Scheiße, nee. Scheiße.
Da werden wir auf jeden Fall einen Bomber nehmen müssen. Ordentlich reinhalten in den Feind. Ja. Ja, das hat auch dick reingeklotzt. Wie sieht das jetzt hier aus? Wir sind trotzdem stärker, ne? Also, ein bisschen. Wahrscheinlich jetzt durch das Handeln. Ich denke, es wäre sinnvoll, hier nochmal einen Trupp hinzusetzen. Oder können wir mit dem hier angreifen? Geht das? Das wäre möglich. So wie es scheint. Dann werden wir auch... Ja, vielleicht durch den anderen unterstützt. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir gleich sehen. Hier könnten wir zwar nicht angreifen, aber zumindest in die Nähe vorrücken. Das haben wir. Munition. Was ist hier? Fügt 2 zusätzliche Munitionskisten zum Treibstoffabwurf hinzu. Aha, wirft 2 Treibstoffkisten mit je 30 Treibstoff ab. Munition zum Treibstoff oder fügt einen zusätzlichen Treibstoffkanister zum Treibstoffabwurf hinzu. Das heißt, noch mehr Treibstoff bei einem Abwurf würde uns natürlich nochmal weiterbringen. Aber ich denke, wir sollten eher hier lieber nochmal ein bisschen mehr machen. Das zum Beispiel Basistreibstoffeinkommen während Missionen um 6 zusätzliche Treibstoff. Das ist natürlich mega, wenn wir 6 durchgehend immer mehr generieren. Auf Dauer natürlich, über die ganzen Runden ist das viel, viel effektiver als einmal so ein bisschen mehr. Nun gut, ich denke, mit dem hier können wir auf jeden Fall einmal so gehen und mit dem angreifen. Na, Stärke bedeutend größer. Vielleicht verändert die sich jetzt noch, wenn wir den nochmal auswählen. Ja, die hat sich jetzt nochmal ein bisschen verstärkt, unsere Kampfkraft. Damit werden wir die auf jeden Fall vernichten. Wir könnten den auch noch ranziehen, aber ich weiß nicht, ob das... Elite-Kommandotruppen. Verbessert die Bewegung der Kompanie auf rauen Gelände, Bergpässen und zerstörten Brücken. Erhöht Bewegungspunkte aus Vorräten. Versteckte Truppen. Erhöht die maximale Gesundheit der Kompanie. Das ist natürlich geil. Das haben wir alles fertig. Das ist sehr gut. Hier fehlen uns 6 Punkte. Dann haben wir auch alle Fahrzeuge, Personen und so weiter zur Verfügung. Was wir noch machen könnten, wäre Kostenreduktion oder entsendet einen SSF-Trupp aufs Schlachtfeld und der lässt sich tarnen. Ich denke, Aufklärung wäre auch nicht schlecht. Oder wir holen uns so eine Pack. Eine Panzerabwehrkanone. Eine 57mm Abwehrkanone. Boah, warum nicht? Wir können auch aufklären und dabei Bomben schmeißen oder von 30 auf 60 Sekunden erhöhen, dass halt zweimal so ein Leuchtkugel auf einen Punkt geschossen wird, dass wir halt länger Aufklärung haben. Aber ich denke, so ein Raketensperrfeuer ist bestimmt auch geil. Aber ich weiß es nicht. Wir werden da nochmal wann anders entscheiden, was wir hier machen. Wir können natürlich auch mit dem hier angreifen, aber Stufe 1. Lustig. Lustig. Ja, der ist Stufe 1, der Trupp hier. Da brauchen wir das, denke ich, nicht. Dann nehmen wir doch lieber den hier raus. Na, was man auch mal hätte machen können, mit denen angreifen, wenn er nicht ganz kaputt geht, mit dem angreifen, aber das ist jetzt eh zu spät, da ich schon geklickt habe, aber egal. Ziel einkesseln, feindliche Kompanie anvisieren und sie daran hindern, sich zu bewegen. Geht nicht. Tadam. Kann der Panzer hier noch angreifen? Ich glaube nicht, ne? Nein. Das heißt, wenn wir mit dem angreifen, vernichten wir den sowieso. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Schlussstrich und in der nächsten Folge greifen wir dann hier die mechanisierte deutsche Einheit an.